Ah, da war doch auch so ein ewig großer Kelch dabei. Kurz überlegen, wo war der jetzt wieder? Wo war der wieder? Wo war der wieder? Da hatten wir auch mal Redstone gesucht. Ah, wenn mir das einfallen würde, wo der ist. Weil den Lavafluss müssen wir definitiv demnächst sowieso anklemmen, weil sonst fehlt uns die Energie langsam aus. Ah, wo war der jetzt wieder? Ah, Edelsteine brauchen wir jetzt nicht. Haben ihre Schuldigkeit schon lange getan. Wäre auch nicht cool, wenn man das in Zukunft für irgendwas verwenden könnte, diese Edelsteine. Also für mehr als nur für einfache Tools, weil einfache Tools sind am Anfang zwar ganz nett aus Edelstein zu bauen, aber sobald man elektronische Tools hat, sind die recht schnell überflüssig. Da sich die elektronischen Tools ja nicht mehr verbrauchen. Allerhöchstens als Backup-Tools, wenn man längere Touren plant, wo dann die Energie eventuell ausgehen kann, aber. Ja, solche intensiven Touren, glaube ich, sind im Let's Play ein bisschen unvorteilhaft, sage ich jetzt mal. Ah, fall doch nicht immer runter. Irgendwie sollten eigentlich hier unten Schleime rumhüpfen, oder? Ah, Idiot. Das kommt davon, wenn man in anderen Welten spielt. Ah. Ja. Ganz schlau. Aha. Schon wieder keine Steine mehr? Nö. Ah, mal kurz überlegen, wo könnte der Fluss gewesen sein? Wo haben wir den gefunden? Wo? Ah, wo war der jetzt wieder? Wo war der jetzt wieder? Mir fällt es halt echt nicht ein. Ich muss echt die Folgen mal wieder gucken. Redstone, ich glaub's ja echt nicht. Es ist unglaublich. Kaum suchen wir es nicht überall. Überall in jeder Ecke. Wo könnte dieser Fluss gewesen sein? Brauchen wir es auch nicht. Moment mal. Hier war diese kleine Pfütze, wo ich gerade oben rumgelaufen bin. Ja, das war die kleine Pfütze hier. Da hinten war er, glaube ich, auch nicht. Da war nur dieser ewig lange Käfer. Wir haben doch mal hier unten nochmal nach Rohstoffen gebuddelt. Ich glaube, da haben wir ihn gefunden gehabt. Eine Etage tiefer. Ich sollte sowas echt ausschildern. Und ich springe da jetzt nicht runter. Ah, Moment mal, Moment mal. Wir könnten hier gleich mal einen genialen Vorteil unseres endlich erhaltenen Rucksacks ausnutzen. Wir haben ja Treppen dabei. Yay! Falsch. Hier wollte ich euch haben. Ja, so ein Steinmetzrucksack kann auch praktisch sein. Der Kompass kann man auch mal reinpacken als Reserve. Irgendwo hier unten war das. Moment mal. Gucken. Ich glaube hier, da haben wir noch irgendwo. Oder war es nicht hier? Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Waren ja keine Gänge mehr. Oh Junge. Wo war dieser bescheidene Lavafluss? Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt keine Lust hier im Let's Play ewig nach diesem Lavafluss zu suchen, weil der kann sonst wo sein. Wieso ist hier eine Treppe? Oder haben wir ihn hier oben gefunden? Gut möglich. Eine erhöhte Position, glaube ich, hatten wir jetzt sogar. Glaube ich. Ah, das sieht da auch schon mal nicht verkehrt aus. Ich glaube, wir zapfen das hier an. Problem gelöst. Dann holen wir doch gleich mal die Pumpen rüber, würde ich sagen. Dann machen wir das doch mal sofort. Dann wäre das auch mal erledigt. Schnell noch einen Happen essen. Und eigentlich wollten wir ja Kupfer und Zinn suchen. Eigentlich. Ja. Hier müsste doch auch irgendwo. Ah, da verläuft die Rohrleitung. Okay. Die kappen wir jetzt dann gleich mal ab.
Ups. Ja, kann man auch so machen, dann spare ich mir die Energie. Oh, und schon höre ich Zombies. Wo ist die Pumpe? Sollte die nicht eigentlich irgendwo hier sein? Knapp. Bloß nicht da reinfallen jetzt. Das wäre äußerst uncool. Ah, also geht doch. Na, wieso geht die Schleichtaste schon wieder nicht? Ja, irgendwas ist heute schon wieder sehr käfrig. Schleichtasten, die nicht funktionieren. Hey, wir haben wieder Laufsounds. Ah! Wieso auch immer. Ich raff's nicht. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Ah, sehr fragwürdig. Das ist mir äußerst suspekt. Da ist der Fallschaft. Irgendwo müsste doch jetzt dann hier auch die Rohrleitung sein. Ah, hier. Schön. Dann knipsen wir dich doch. Halt, nein. Haben wir jetzt eine Eisenpipe dabei? Ich hoffe doch sehr. Ja, haben wir sogar. Wow, unglaublich. Schraubenschlüssel haben wir auch da. Diese Rucksäcke sind einfach geil. den daran. Ah, war ja schon richtig. Verdammt. Moment mal, wir müssen ja sowieso in die Richtung da rüber. Das heißt, wenn wir mal kurz hier in die Richtung graben, müssten wir auf den Quergang kommen. Dann können wir eigentlich ja gleich auch da anschließen. Wäre, glaube ich, sinnvoller. Ah. Vielleicht finden wir auch gleich wieder Kupfer. Hm? Komm, komm, Kupfer oder Zinn. Ich wäre mit beiden zufrieden. Bitte. Oh. Oh. Ja, und eins zu tief. Auch schön. Hier ist echt nichts. Nada, niente. Eisen, hm? Ganz toll. Ich glaube, von Eisen haben wir noch so viel. Und wenn nicht Eisen, dann eben Stahl. Aus dem man ja auch wieder Eisen machen könnte. Man bräuchte nur den Stahl wieder in den Maserator packen. Und dann kommt wieder Eisenstaub raus. Dann kann man wieder Eisenbahn draus herstellen. Ja, genau. Noch mehr Eisen. Das heißt auch, wir werden hier nochmal kurz... das da ein bisschen abändern und zwar hier hinsetzen. Idiot. Den wollte ich doch hier haben. Ist jetzt richtig rum? Ja, der ist nach oben offen. Das passt. Hier nochmal eine Fackel hin. Nur zur Sicherheit. Ja, das davon können wir mal lassen, das ist jetzt mal wurscht. Kaktus haben wir inzwischen ja auch mehr als genug. Können wir wieder abernten oben, ha? Huh? Wäre mal wieder nicht verkehrt, glaube ich. Aber ich glaube, diese 27 reichen eh nicht ganz. Und wir müssen die Pumpe oben noch holen, fällt mir gerade ein. Die müsste ja auch noch irgendwo oben in der Kiste, glaube ich, rumgammeln. ja. Da sind sie auch schon aus. Haben wir noch mehr dabei? Ja, zwei. Okay, wir müssen definitiv rauf. erstmal das Zeug wieder wegstecken. Das kommt da rein. Na, den letzten Dreck, anderen Dreck lassen wir mal liegen. Da haben wir wieder Laufsounds. Wie geil. Ich
habe ja... Moment mal. Wir haben ja einen Rucksack dabei. Etwas, was ich schon ewig tun wollte. So, viel schöner. Viel schöner. Wer läuft da? Ah, die Kühe, okay. Irgendwann müssen wir für die auch mal eine ordentliche Farm bauen. Wir könnten sie ja eigentlich hier oben bei den Bäumen mit einsperren, da einen Zaun rum. Wäre eine Möglichkeit. Das kommt mal wieder in den Rucksack rein. Der Rest kommt alles mal durchs Sortiersystem durch. Wie viel Energie haben wir derzeit? Wenig. Da hole ich doch gleich mal nochmal ein, zwei Stacks Speed. Von da drüben. Wie sieht es eigentlich mit den Motoren direkt aus? Ach, die sind alle voll. Passt. Ja, den stecken wir mal dahin. Das lassen wir mal so. Den brauchen wir gerade nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ich habe keine Ahnung. Den können wir mal kurz aufladen. Die Maseratoren laufen noch. Ach ja, die Pumpe und weitere Pipes. Und die Kaktusse mal kurz abernten. Ja, genau. Ja, verbrennt das Skelett da unten. Schon wieder ein bisschen dumm, wenn ich nichts zu erzählen habe, aber ich wüsste auch gerade nicht, was ich erzählen soll. Ah, da war noch immer ein halber Stack. Falsche Kiste, falsche Kiste. Das Fleisch ist hier auch falsch. Aber hier, genau, den suche ich. Das Fleisch kommt ja darauf. So, dann packt man das mal in den Ofen. Gummi, kommt doch hier irgendwo. Müsste der inzwischen voll sein? Ja, der ist inzwischen voll, das passt auch. Tubes, Rohrleitungen haben wir noch ewig viele. Grüne Farbe hat man auch noch irgendwo. Grüne Farbe, ja, okay, nicht so viel. Halt. Naja, muss ich warten, bis das Zeug aus dem Ofen noch rauskommt, dann mache ich da alle auf einmal. Aber die Pumpe. Halt, falsche Kiste, Erzkiste. Hallo? Pumpe? Hä? Wir hatten doch irgendwo noch die... Moment. Ja. So viel dazu. Ist ja alles da gewesen. Oh, beeil dich mal hier. Hätten sie auch in die Öfen stecken können. Nah. Das nächste Mal muss ja definitiv wieder Weizen angesät werden. Wir brauchen wieder Weizen. Allein schon unten für die Viecher mal zum Paaren. Wie sieht es hier mit den Farben? Schon wieder kein Sand mehr oder was? Ja, war klar. Und die hier werden auch schon wieder leer sein. Noch nicht mal. Teilen wir das doch mal gleich auf hier. ist der Ofen jetzt endlich mal durch hier? Nö, das finde ich immer noch nicht. Ah, komm schon. Machen wir es ja gleich so. So. Ah, es war einer zu viel. Zack. Zack. Und zack. So, haben wir jetzt, klar. Beeilt euch mal hier. Na, ja, wobei, wir haben jetzt zu viel da. Ich werde mal hier wieder einen kurzen Cut einlegen und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss.